gesagt, Hans Leindecker angerufen und ihn gefragt, ob er bereit wäre, heute Abend mit mir hier dieses Gespräch zu führen. Und er sagte zuerst einmal, die Reportagen, was ist das genau? Dann habe ich ihm es kurz erklärt und sagte, aha, das sind also da diese Schönschreiber, die seit 40 Jahren versuchen, uns den Titel der Königsdisziplin wegzunehmen. Sie haben es nicht genauso gesagt, aber in diese Richtung. Und ich fand, das ist eine hervorragende Ausgangslage, um zusammen darüber nicht zu streiten, aber uns zu unterhalten. Hans Leindecker ist einer der profiliertesten Journalisten Deutschlands, kann man so sagen. Alle meine deutschen Kollegen sagen mir immer, ah, der vom Fernseher. Wusste ich nicht, dass sie so viel im TV zu sehen sind. Hans Leindecker leitet das Ressort Investigative Recherche bei der Süddeutschen Zeitung in München, ist seit, ich würde mal sagen, einfach seit 40 Jahren oder so Journalist, von aller Anfang an, nach dem Abitur gleich eingestiegen bei einer lokalen Zeitung, sehr schnell Leitartikelschreiber, sehr schnell beim Spiegel und schon 1982, wo ich den Unterschied zwischen Reporter und investigativer Recherche nicht mal kannte, haben sie mit der Flick-Affäre das erste Mal für Furore landesweit gesorgt. Wenn man dann so liest, was er alles oder wo er überall seine Spuren hinterlassen hat, dann liest sich das wie eine Aufzählung von den Weltbestsellern über die dunklen Machenschaften des Menschen. Da ist von Plutoniumschmuggel die Rede, Parteispendenaffären, natürlich mehrere Waffenhändlersyndikate, Fußballwettskandale, VW-Korruptionsaffäre, Kartoffelkomplott, vielleicht können Sie dazu noch was sagen, da kann ich mir nichts darunter vorstellen. Und in jüngster Zeit auch Raubkunstdiebstahl und natürlich die Steuerhinterziehung oder Steuervermeidungsdebatte. Wenn man dann die letzten paar Wochen nur anschaut, was in der Süddeutschen alles geschrieben worden ist von Hans Leindecker und seinem Team, da taucht sein Name gleich mehrmals auf. Gurlitt, Hoeneß oder auch ein Nazi, der für den Verfassungs... Die Lautsprecher etwas lauter. Genau, ich wollte eigentlich sagen, dass allein in den letzten paar Wochen taucht sein Name in all diesen, mit all diesen Megageschichten, die uns bewegen, taucht er auf. Herr Leindecker, ist der investigative Journalismus, ist die investigative Recherche, erleben wir da eine Boomzeit? Sind beste Voraussetzungen für Sie und Leute wie Sie jetzt tätig zu sein? Also das ist ein bisschen, was wir machen, normales Geschäft. Das ist wie beim Fliesenlegermeister. Wenn Sie zu dem gehen, staunen Sie auch nicht, dass er Fliesen legt, sondern Sie sagen, wann kommt der neue Auftrag? Und so ist es eigentlich mit dem Geschäft, das wir treiben. Das sind also keine herausragenden Geschichten. Manchmal misslingen sie nicht, manchmal gelingen sie auch ein bisschen. Aber egal, ob Sie jetzt Gurlitt oder Hoeneß oder irgendeine Steuerdebatte haben, also das, was dieses Ressort gemacht hat, das haben die jungen Leute gemacht in meinem Ressort. Das Schönste an dem Ressort ist, dass man junge, tolle Journalisten kennenlernt. Ein 30-Jährigen, der überragend ist, ein 36-Jährigen, der ganz großer ist, zig Preise hat und dass das ganz bescheidene, charakterstarke Jungs sind. Und die haben beispielsweise den ADAC-Skandal gemacht. Das ist wirklich so eine gesellschaftlich wichtige Geschichte, dass man ein Auto, ja, so ein Konglomerat hat. Es hat sich niemand Gedanken gemacht über diese 19 Millionen Mitglieder und warum dieser Verein so eine Lobby hat und warum die Lobby so mächtig ist und warum alle einknicken und was sie an Geschäften machen. Und auf einmal zerplatzt das alles. Ich glaube, das ist eine richtig gute, gesellschaftlich wichtige Geschichte gewesen. Und die haben die Jungen in dem Ressort gemacht. Ist es heute einfacher als investigativer Journalist oder in jedem Fall Ressortleiter zu arbeiten durch all diese technischen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen? Oder ist das immer noch genau gleich wie vor 40 oder 20 Jahren? Na, es gibt Dinge, die sind ähnlich. Man muss Leute dazu bringen, dass sie einem helfen, Geschichten auf den Weg zu bringen. Das heißt, wir brauchen Akten, wir brauchen Menschen, wir brauchen Vertrauen. Vertrauen ist eine ganz wichtige Grundlage dieses Geschäfts. Und wichtig ist, die Leute nicht zu enttäuschen, die sich darauf einlassen, dass sie manchmal Dinge tun, die für sie auch sehr riskant sind. Das ist gleich geblieben. Was sich verändert hat, sind natürlich so die technischen Möglichkeiten. Ich erinnere mich an eine Geschichte, 1989, ich habe viel Waffenhandel, so ein Kram gemacht. Und da ging es um Reichweitenverlängerung Scud-B. Scud-B war eine Rakete, die Saddam hatte. Und wir hatten sehr viel gemacht über den Irak und was er hatte an C-Waffen,
an B-Waffen, Gas-Ultrazentrifuge, aber auch diese Raketenreichweitenverlängerung. Und die hatten einen speziellen Ofen aus Deutschland bekommen. Ich hatte eine Geschichte gemacht, die, glaube ich... Ich unterbreche ganz kurz. Reicht nicht. Ja, wir Stimme. Nehmen einfach die Lautsprecher vor euch, dann sollte das technisch funktionieren. Also ihr sprecht weiter, wir bauen um, weil ich glaube, hinten hört man es... Hinten hört man es schlecht? Ja. Also, wir bringen das gleich. Ja. Oh, sie hätten sich wehren müssen, protestieren. Ja, ich war bei dieser Geschichte, bei dieser Scoot-B-Geschichte, was sich heute verändert hat. Und damals gab es dann richtigen Ärger. Das war ein großer deutscher Konzern, der diesen Ofen geliefert hatte, von dem, mit dem man eigentlich nur dieses Material herstellen konnte für Scoot-B. Die haben geklagt, die haben alles Mögliche gemacht. Und ich habe damals lange gebraucht, einen Gutachter für Scoot-B-Raketen zu finden, der dann auch vor Gericht bezeugte, dass dieser Ofen nur für diesen einen Zweck ist. Warum ich diese alte Geschichte erzähle, heute mit dem Internet, mit den Möglichkeiten, die man hat, wäre es ein leichtes, innerhalb eines halben Tages festzustellen, wer ist Experte für Scoot-B-Raketen, wer ist Experte für diese Öfen und die damit auch zu konfrontieren. Also manche Dinge sind tatsächlich einfacher geworden. Und insbesondere finde ich, ist es für einen Journalisten eine tolle Erfahrung, dass man morgens den Guardian lesen kann, die New York Times, wenn man will. Früher als junger Journalist, wenn ich in Amerika war, bin ich nach Hause gekommen, die Redaktion, habe eine New York Times Sonntagsausgabe mitgebracht und habe gesagt, das ist eine Zeitung. So muss eine Zeitung aussehen. Alle waren was erstaunt, dass es sowas gibt und heute kann man es lesen. Wenn Sie als investigativer Journalist tätig sind, legen Sie sich auch immer mit der Macht an, sei das die Politik oder die Wirtschaft und das seit Jahrzehnten. Ist das ein Kick, der Sie beflügelt? Ist das ein Thrill? Haben Sie eine Trophäensammlung zu Hause von all den Firmen und Politikern, die Sie schon in Anführungsstrichen erledigt haben? Also erledigt haben finde ich eine schreckliche Vokabel. Und da hat sich meine Einstellung zu der Arbeit und zu dem, was ich mache, auch sehr geändert. Ich schäme mich heute für manche Geschichte, die ich gemacht habe. Beispiel Lothar Späth hier, wenn man in Stuttgart ist, das ist so ein Fall. Wir haben damals über seinen A-Urlaub und seinen B-Urlaub und wer das jeweilige bezahlte, berichtet. Aber wir sind an eine Grenze gegangen. Wir sind an eine Grenze gegangen, die seine Privatsphäre stark verletzt hat. Er hat dann etwas sehr Kluges gemacht. Er hat nach der zweiten Geschichte erklärt, das mache ich hier nicht mit und ist zurückgetreten. Ich glaube, dass die Vorwürfe, die wir hatten, die setzten sich zusammen im Wesentlichen aus dem Vorwurf, dass Firmen, die ihm Urlaub ermöglichten, A-Urlaub oder B-Urlaub, dass das Land mit denen Geschäfte machte. Das war so nicht in Ordnung. Aber die Geschichte, die wir gemacht hatten, oder die Geschichte, die mir, waren auch nicht in Ordnung. Und dafür geniere ich mich und insbesondere halt dann Bad Klein 1993, eine katastrophale Geschichte. Also viel mehr sind es Trophäensammlungen. Also mir tun Leute auch leid, die irgendwie da reingeraten. Das sind ja, dieses Schwarz-Weiß gibt es ja auch nicht. Und bei der Frage, wie es mit der Macht ist, wer ist denn in diesem Land wirklich mächtig? Wer hat wirklich Macht? Wenn Sie mit Politikern sprechen, stellen Sie fest, die orientieren sich oft an so einem 1,30-Verhalten und geben sich ganz ohnmächtig. Sind Banker mächtig? Wenn wir so die Bankkrise haben, 2007, 2008, Leute, die auch sozial davongejagt wurden, die vor Gericht kommen, aber da tut man sich halt mit dem Vorsatz der Untreue schwer. Also dieses Klischee, dass man, daran habe ich viele Jahre geglaubt, was ich heute vergeblich suche, ist Macht. Was ich sehe, ist manchmal Willkür, ist, dass Leute, kleine Leute fertig machen. Das kann mich empören. Aber sich mit den Großen anlegen, ich bin mittlerweile auf der vergeblichen Suche nach den ganz Großen. Da hat sich, glaube ich, auch in der Gesellschaft so ein Wandel. Es gibt ja auch so einen Institutionenbruch. Also früher Kirche, Gewerkschaften, wir haben Gewerkschaftsskandale begleitet oder Skandale um Friedrich-Ebert-Stiftung oder sowas. Das hat sich ja alles kolossal verändert. Es ist immer noch wichtig, versuchen aufzuzeigen, was gesellschaftlich passiert und wo man da sein Augenmerk drauf richten muss. Aber so wie früher, dass ich Gegner gesehen habe, das hat sich sehr verflüchtigt. Oder die Gegner haben sich
verzogen, seit Sie wirken. Sie haben die Banken als mögliche neue Machtplayer angesprochen. Und gerade anfangs dieser Woche wurde eine der größten Schweizer Banken zu einer Milliardenbuße verdonnert. Die Credit Suisse, 2,8 Milliarden, muss die Bank Strafe zahlen, weil sie unlautere Dinge getan hat in den USA. Und mir ist auch gefallen, dass es so weit gekommen ist, daran stark beteiligt sind Whistleblower und scharfe New Yorker Staatsanwälte, plus die Politik in den USA, aber kein Journalist. Oder zumindest das würde ich nicht so sehen. In der Schweiz nicht so viele. Ja, Sie haben in der Schweiz so viele Köppels. Also wenn es jemanden gibt, den ich nicht ertragen kann, dann ist es Herr Köppel von der Weltwoche, weil er hat... Köppel hat es geschafft, dass er nach 30 Jahren, ich war leidenschaftlicher als junger Mensch, also du bist jung, du orientierst dich irgendwo, gab es noch nicht Reportagen, aber du liest und ich fand die Weltwoche spannend, weil die Weltwoche hatte so ganz unterschiedliche Charaktere. Die Weltwoche war ein spannendes Blatt, du warst überrascht und den ich sehr bewundert habe, auch wenn er völlig verrückt war, ist Meyenberg. Ich habe Meyenberg immer bewundert, wie er schrieb, wie er sich Themen näherte. Nachher hat er einen schrecklichen, du weißt nicht, ob sie Meyenberg, bei Diogenes gibt es noch so Meyenberg-Stoffsammlungen. Gute Reportagegeschichten. Und Köppel hat es wirklich geschafft, mit dieser simplen, einfachen, ich bin gegen Strich, ich bin nah bei Blocher und wir machen mal hier so einen Sozialskandal und Steuerhinterziehung ist eigentlich gar keine Steuerhinterziehung, weil die Leute ja vom Staat beraubt werden, mit dieser ganz einfachen doofen Masche. Man kann ja konservativ und intelligent sein. Das gibt's. Aber mit dieser wirklich simplen Masche, die die drauf hat, habe ich gesagt, ich will diesen Quatsch nicht mehr lesen. Das werfe ich ihm vor. Aber zurück zu Credit Suisse. Sie, abgesehen davon, dass wir zu viele von dieser haben, hätten da nicht gerade Wirtschaftsjournalisten, Fachjournalisten aus dem Bereich Finanzen und Steuern früher, schon als die Krise sich abzeichnete, 2007 hat es ja anders begonnen, härter gegen dieses Establishment vorgehen sollen? Das ist ja keine, also dieses, was Credit Suisse jetzt ist, das gilt für UBS, das gilt für alle Schweizer Banken, es hat auch für Liechtenstein gegolten. Das war ja so eine Steuerhinterziehungsfestung. Das heißt, man hat die Gesetze gemacht, damit Steuerfahnder und auch sonst niemand rankam. Und das hat sich aus meiner Sicht erst durch die neue Technik, durch Digitale geändert. Wenn wir zurückblicken, stellen wir vor, es gibt einen berühmten Treuhänder in Liechtenstein, Professor Dr. Herbert Badliner. Und wenn wir alle großen Skandale, die es so gegeben hat, begleiten, egal ob in Südamerika oder bei uns, sie hatten irgendwo immer ihr Ende in Vaduz und es hatte irgendwas zu tun mit Professor Dr. Herbert Badliner, der in der katholischen Kirche eine ganz große Rolle spielt. Im Vatikan. So, und dieser Professor Dr. Herbert Badliner hatte untreue Angestellte und die haben eines Tages ein ganzes Büro mitgenommen. Die haben nämlich einen Stick irgendwo reingetan und dieses Material dann dem Spiegel gegeben. Und daraus sind so Geschichten über Liechtenstein erwachsen. Später hat es die Bochumer Staatsanwaltschaft bekommen. Und das sind Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Das hätte kein Finanzjournalist beschreiben können. Das, was wir heute haben, ist, dass wir heute eine Steuerfahndung haben, die Unterlagen bekommt, über die man streiten kann, die aber geholfen haben, Liechtenstein und die Schweiz zu sprengen. Zu sagen, ist es eigentlich richtig, dass wir Geschäfte mit Leuten machen, die ihr Geld nicht dem Staat geben wollen, dem sie leben. Es gibt bei einer ganz anderen Bank faszinierende Unterlagen über eine Diskussion, wie man sich eigentlich von dem schwarzen Geld der Leute trennen kann. Und dann hat die Bank gesagt, nein, kriegen wir nicht hin mit denen. Und man wollte das behalten. Das ist der Schweiz, finde ich, nicht bekommen. Das heißt, ihre Banken sind wenig innovativ, weil sie immer davon lebten, dass es Steuerbetrüger gibt, deren Geld man irgendwie verwursten wollte. Die Leute konnten sich ja nie beklagen. Das heißt, du hast sie in irgendwelche schwarze Fonds gesteckt, die haben da viel verloren zum Teil. Und die konnten ja nicht sagen, wie geht man mit meinem Geld um? Weil es war ja Geld, das es eigentlich gar nicht so richtig gab. War auch ein bisschen schizophren. Aber dies ist erst möglich geworden dadurch, dass Steuerfahnder das Material bekommen haben, dass sich eigentlich auch in diesem Lande niemand mehr sicher sein konnte, dass er nicht auf dieser Liste steht, dass sie sich gemeldet haben, scharenweise Selbstanzeige gemacht haben, dass man verhindert hat, dass es zu einem Steuerabkommen kommt, das ich nicht gut fand zwischen Deutschland und der Schweiz, weil es hätte das legalisiert, was viele Jahre Unrecht war. Es wäre eine Amnestie durch die Hintertür gewesen,
die auch uns nicht gut bekommen hätte. Und jetzt haben wir eine neue Situation. Aber das geht nur durch die Technik, das geht nur, dass es Leute gibt, die mit diesen Waren auch gehandelt haben und dass man dem nachgegangen ist. Nachgehen ist das eine, aber am Anfang steht ja eben dieser Doktor in Vaduz, der diesen Stick dann den richtigen Leuten oder einem Medium oder einer Staatsanwaltschaft. Ich lege Wert darauf, dass Professor Dr. Herbert Patliner sehr entsetzt war, dass untreue Angestellte in seinem Denken das gemacht haben. Ja. Genau, aber wie sehr ist man als Rechercher eben darauf angewiesen, dass man heiße Ware zugespielt bekommt oder inwiefern kann man der auch konkret nachgehen und die eben ausgraben? Also das meiste, was kommt, kommt auf normalem Weg. Das heißt, Journalisten versuchen, Informanten zu haben in unterschiedlichen Bereichen und von diesen Informanten Informationen zu bekommen. Dann sieht man manchmal, dass dahinter mehr sein könnte und man versucht, das Material zu sammeln. Es gibt so in der Literatur das Bild der Zwiebel, dass ich die halt schäle und dann immer weiter rankomme und dann am Ende des Weges konfrontiere die Leute, die damit zu tun haben. Das ist nicht ganz falsch. Und das normale Handwerk ist, sie kennen viele Leute, sie putzen Klinken, sie gehen vorbei, sie werden rausgeworfen, sie kommen wieder. Das ist alles nicht so wie im Film, also dass da ständig Whistleblower kommen. Und bei Whistleblowern habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich heute oft Leute warne. Das heißt, du merkst einfach, wenn du dich mit der Materie beschäftigst, dass es Leute gibt, die daran zerbrechen werden, wenn das passiert. Die es drängt. Die erst anonym bleiben wollen, aber nachher ihren Nachbarn sagen, weißt du eigentlich, warum es diese Geschichte gibt? Das ist nicht Rumpelstilzchen, das war ich. Und wenn man die Whistleblower-Forschung kennt, weiß man, dass diese Leute zumeist fertig gemacht werden. Du erledigst immer denjenigen, der es rausgegeben hat. Und wenn die Leute nicht in der Lage sind, das für sich zu behalten, das merkst du relativ rasch, dann rate ich ab. Dann sage ich, mache ich nicht, weil wenn ein Mensch sich sein ganzes Leben, nimm einen 40-Jährigen, 45-Jährigen, der Unrecht nicht ertragen kann. So, aber du weißt, der wird sich die nächsten 20 Jahre mit nichts anderem beschäftigen, als mit der Frage, wie ungerecht es ist, dass er am Ende dafür an Galgen kommt. Gucken Sie in die Schweiz, gucken Sie den Mann, der damals in Sachen Gold, der Meili, Meili, was dem widerfahren ist. Der ist von Schweizer Blättern und von der Weltpresse zum Helden hoch. Der hat, um das nochmal zu erklären, der hat herausgefunden, wie Schweizer Banken mit dem Gold der Juden umgegangen waren. Es war ein Riesenskandal, der ist von den Medien gehypt worden, sozusagen als der große Aufklärer, der große Held, der ist in die USA gegangen, der hat alles verloren. Die Medien, die ihn vorher hochgehoben hatten, haben dann erkannt, dass er gar nicht so ein toller Hecht ist. Dass er charakterlich nicht taucht. Die Ehe ging kaputt. Also es sind viele Dinge damit verbunden, die man auch sehen muss. Oder gucken Sie den an, es gibt, glaube ich, bei Novartis eine sehr frühe Geschichte, die jemand erkannt hat, dessen Frau begeht Selbstmord, weil sie nicht aushalten kann, dass ihr Mann das gemacht hat. Also es sind ja auch Dinge, die man abschätzen muss. Sie können nie eine Sicherheit bieten, aber wo man dann auch sagt, sei lieber kein Held oder geht's für den anderen. Unter diesen Aspekt fällt auch dieses Wort Enthüllungsdramatik, das ich vorher so noch nie gelesen habe. Also Sie sind monatelang, vielleicht sogar noch länger am Recherchieren, haben das Material zusammen und dann kommt der Punkt, wo man sich entscheiden muss, wie bringen wir es, in welcher Form und wann genau. Und da steht dann eben dieser Mensch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel von Uli Hoeneß nehmen, ich weiß, dass Sie BVB, Dortmund-Fan sind, aber trotzdem. Wir sind betrogen worden. Wir haben es alle gesehen. Ich war da. Er war hinter der Linie, eindeutig. Ja. Aber abgesehen davon, der Uli Hoeneß ist ja ein gemögiger Typ. Ein Mensch, den viele gern haben, den Sie sicher auch mal irgendwie sonst kennengelernt haben. Jetzt haben Sie also diesen Menschen, der einem vielleicht noch liegt und jetzt ist diese Geschichte da. Wie sehr kämpfen Sie da mit sich selber zwischen der Story und der Empathie gegenüber einem Menschen, der dann eben so endet, wie jetzt geendet hat? Also das ist nicht so ein Problem. Also die Frage, ob man jemanden, zu nah bin ich meiner Frau und meinen Kindern und meinen Enkel, aber sozusagen, dann erschöpft sich das auch, dass man, es gibt, also ich glaube, was ich gelernt habe in den Jahren ist, wenn du glaubst, einer Sache besonders nahe zu sein, dann sei besonders kritisch. Also ich bin
Das ist zwar ein bisschen ulkig, dass ich das sage. Ich habe wegen Willy Brandt immer SPD gewählt und wähle wegen Willy Brandt SPD, bis ich in die Grube falle. So. Das ist kauzig, das ist komisch. Aber weil ich das auch sage, weiß ich, dass Leute, wenn ich über die SPD berichte oder so, gucken, schont der Typ sie. Und deshalb, weil die mir ein bisschen näher sind als andere, als die FDP vor allem, habe ich natürlich, wenn es um SPD-Geschichten geht, den Drang, ein bisschen härter zu sein. Oder wir hatten diese Geschichte bei Borussia Dortmund. Borussia Dortmund taumelt in Richtung Insolvenz. Es gab zwei Journalisten, die das aufgearbeitet haben. Das war Thomas Hennicke vom Spiegel und Freddy Röckenhaus von der Süddeutschen. Beide eigentlich ungeübt, aber haben es toll gemacht. Und Freddy rief mich mal an und sagte, können Sie uns helfen? Da habe ich gesagt, so gut wie es macht, ich kann es nur verschlechtern. Aber bleibt dran, macht. Gerade wenn einem der Verein am Herzen liegt, muss man das, was krumm ist in diesem Verein, besonders aufschreiben. Also das, glaube ich, gilt auch ein bisschen so. Und Hoeneß ist nun nicht gerade jemand, dem ich mich nahe fühle. Also es hätte vielleicht das Nahefühlen dann noch eine größere Härte reingebracht. Ich finde, mit ihm geht man nicht gut um. Er ist mit Leuten nicht gut umgegangen. Aber so, dass man hier in Deutschland offene Türen macht. Ich weiß nicht, ob das bis in die Schweiz gedrungen ist, wo Reporter reingehen, um zu gucken, wo 151 Reporter sich einfinden, um zu schauen, wie es im Landsberger Gefängnis aussieht, in das er ziehen wird, finde ich, ist ein Maß an Persönlichkeitsverletzung, was ungemein ist. Aber das findet hier täglich statt. Nochmal zur Enthüllungsdramatik. Vielleicht eine kleine Klammer. Der Hans Leindecker hat zweimal den Henry-Nannen-Preis gewonnen. Einmal hat er ihn dankend angenommen und einmal hat er ihn abgelehnt. Der Grund kann er Ihnen gleich selber erklären. Wieso ich das sage, ist, wenn wir von der Enthüllungsdramatik reden, wäre ja der Boulevard ein großer Verstärker. Sie haben eine Geschichte, die kommt in der SZ auf Seite 3 und jetzt gibt es diese audiovisuellen und auch Printmedien, die sich im Boulevardbereich bewegen und die würden doch eine Geschichte die nötige Kraft oder Breitenwirkung geben. Oder sehen Sie das ganz anders? Also ich habe ein sehr geregeltes Verhältnis zu dem, was Boulevard ist, insbesondere zur Bild-Zeitung. Ich kaufe das Blatt nicht. Ich verachte die Leute, die es machen. Weil wenn sie über die Jahre drauf gucken, stellen sie fest, dass immer kleine Leute fertig gemacht wurden. Das ist ein Blatt, das irgendeinen Pseudoskandal nimmt, den inszeniert, um irgendjemanden zu erledigen und keine Rücksicht nimmt. Das hat sich ein bisschen geändert, sozusagen die Machart unter Kai Diekmann, der diesen schrecklichen Job der Chefredakteur da seit über 10 Jahren schon hat. Nur so. Und die Situation bei Henry Nann war relativ einfach. Wir bekamen zu dritt den Preis. Ich hatte den unwesentlichsten Anteil daran, an der Geschichte. Und wir erfuhren in allerletzter Sekunde, dass auch Bild den Preis bekommen sollte. Und dann habe ich zwei Kollegen mitgehabt. Der eine ist Klaus Ott, der ein ganz großer Kollege ist, anders Nico Richter. Ich hätte ihn als Schwiegersohn, ist ein toller Journalist, der für uns jetzt in Washington ist. Und beide haben gesagt, den nehmen wir nicht an. Wir nehmen mit Bild keinen Preis an. Das war eigentlich eine relativ einfache Sache. Und dann bin ich, weil ich der Ältere bin, habe ich das dann gesagt, wir nehmen diesen Preis nicht wegen Bild. Und damit haben wir auch nicht schlecht gelebt. Also und Bild hat den Preis für die Wolf-Berichterstattung bekommen. Wenn wir heute mal auf das Fiasko nicht nur der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts Hannover gucken, sondern auch auf das Fiasko der Berichterstattung, weil die Staatsanwaltschaft stützte sich im Wesentlichen auf Geschichten, die erschienen waren, finde ich das erstaunlich, dass Journalisten weiterhin sagen, alles, was sie gemacht haben, war super im Fall Wolf. Ich finde, das ist ein großer Unsympath, der Wolf. Ich glaube auch, dass er ein schlechter Bundespräsident war. Aber das, was man mit ihm gemacht hat, wie man ihn gejagt hat, wie man ihn fertig gemacht hat, das war nie in Ordnung. Und dass es heute Leute gibt, die sagen, dass wir ihn so verfolgt haben, war journalistisch super. Da trennt sich der Beruf aus meiner Sicht. Ein anderes Beispiel aus dem Boulevard ist RTL 2, die jetzt mit einer anderen Ikone des Journalismus... RTL, nicht RTL 2. RTL, Entschuldigung. Darauf würde Wallraff Wert legen. Genau, die mit ihm zusammenspannen und jetzt kürzlich diese Burger King-Geschichte gemacht haben, wo er mit den klassischen Undercover-Methoden, nicht er, sondern auch Leute von ihm, Hygienezustände und Lebensmittel-Falschbehandlungsmissstände aufmerksam gemacht hat. Wie stehen Sie zu dieser Methode und der Verknüpfung zum Boulevard als Verstärker?
Also ich bewundere Wallraff sehr. Wallraff hat Großes auf sich genommen, wenn wir an Griechenland denken, wo er angekettet war, als die Junta da regierte und ins Gefängnis geworfen wurde. Er hat vieles auf sich genommen und er hat Deutschland sehr viel mehr als jeder Investigative Dinge gezeigt, die man nicht gesehen hat, als Hans Esser bei Bild oder der Türke Ali, die Missstände, die es gibt. Er hat mit seiner Methode uns Dinge vorgeführt oder Versicherungsgeschichten, die wir so nicht hätten machen können. Ich finde nur, dass seine Methode eine literarische Methode ist. Der Journalist kommt immer als Journalist. Ich komme mit meinem Namen, ich habe keinen Decknamen, keinen Tarnnamen, nicht eine verdeckte Identität. Da gibt es mal Ausnahmen. Wenn ich als Filmemacher Tiertransporte filmen will, kann ich nicht mit meiner Kamera irgendwo reingehen. Also das Elend der Tiertransporte, wenn die von Deutschland nach Südeuropa gebracht werden, elendig verrecken oder wie auch immer. So, da kann ich nicht sozusagen mit der Kamera ins Büro gehen und sagen, will ein Interview machen, werden die mich rausgeworfen. Also machen die es mit verdeckter Kamera. Ich finde, das ist eine der wenigen Dinge, wo das journalistisch erlaubt ist. Was Wallraff macht, ist eine journalistische Methode. Und das, er ist jetzt über 70. Und es hat eine Zeit gegeben, da sagen alle, das ist ja auch üblich in diesem Lande. Ach, was ist der langweilig? Weißt du, Wallraff hatte mal vor einiger Zeit so ein Experiment gemacht. Man hat ihn, man hat ihn irgendwie angestrichen und er ging, ich habe ihn sofort erkannt, aber irgendwie die Menschen kannten ihn wohl nicht mehr. Und er beschrieb, wie es Farbigen geht in diesem Lande. So, und haben alle gesagt, guck dir mal an, der ist jetzt ein Clown geworden. Das finde ich lächerlich. Und er hat nicht die öffentlich-rechtlichen Sender, die sagen, ich will Wallraff haben. Sondern hat RTL. RTL gucke ich nicht. Aber wenn er da was macht, was journalistisch gut ist, in seinem Sinne, wie er Journalismus interpretiert, nicht in meinem Sinne, dann bringt das was, wenn er sagt, dass bei Zalando die Bedingungen so sind, wie er schreibt. Wenn er klar macht, dass man Burger King das Essen auf eine ganz bestimmte Weise zubereitet wird und die Leute so behandelt werden und die Löhne dreckig sind und so. Das ist verdienstvoll. Und wenn er da die Plattform bei RTL bekommt, ist das wunderbar. Hätten Sie die Geschichte auf Seite 3 auch gebracht? Also wir hätten, ich weiß nicht, jeder der Missstände ist so, man muss die Methode anwenden. Also das, was ich sage, sage ich nur für mich als Menschlein. Ich weiß es nicht, ob die Süddeutsche Zeitung akzeptieren würde, dass jemand undercover das macht. Vermutlich ja. Ich glaube ja. Also, ich finde halt, dass es Sinclair und ganz, ganz tolle literarische Geschichten sind so gelaufen. Vermutlich wird man es machen. Und wenn du sagst, wie es bei Zalando zugeht und wie die Leute gescheucht werden und schlecht bezahlt werden und misshandelt werden, okay. Einen der Gegner des Journalisten oder die Gegnerschaft des Journalismus im Allgemeinen und der investigativ Recherchierenden im Speziellen ist die ganze Kommunikationsindustrie rund um die Politik und die Wirtschaft. Und meine Beobachtung ist, dass die stark aufgerüstet hat, dass das zugenommen hat. Und da kommt mir ein Satz in den Sinn, den mir mal der Harold Burson gesagt hat, der Gründer von Burson Marsteller, einer der größten Lobbyorganisationen Washingtons. Ich traf ihn aber schon über 80 und habe ihn gefragt, wie er damit lebt, dass er Agent Orange verteidigt hat, dieser Chemieskandal in Vietnam in den 70er Jahren, und wie er die militärische, argentinische Militärjunta verteidigen konnte. Und er hat mir einfach im Stile eines Amerikaners, eines Profis, ganz cool gesagt, ich bin ein bezahlter Teufel und ich erzähle die 50% Wahrheit, die wahr sind, genauso wie sie sind, und die restlichen 50% musst du herausfinden. Du bist schließlich Journalist. Ein amerikanisches, klares Verständnis, da sind die Fronten abgesteckt. Wie gehen Sie mit dieser Industrie, mit dieser Kommunikationsindustrie um und wie hat das zugenommen in der letzten Zeit aus Ihrer Sicht? Also sie hat zugenommen, weil es im Journalismus nicht gut geht. Das heißt, wir haben ja heute auch so Ausbildungsschritte, dass man PR und Journalismus zusammen lernt und sich dann entscheidet, wohin geht man. Und da Zeitungen keine jungen Leute nehmen oder unter schlechten Bedingungen, gehen mehr junge Leute heute einfach in die PR-Industrie. Ich gehöre einem Netzwerk Recherche an, das ist ein Verbund von Journalisten. Wir haben so Leitlinien aufgestellt und haben gesagt, jemand, der PR macht, ist kein Journalist. Ich glaube, heute würde ich das nicht mehr unterschreiben.
weil ich habe junge Journalisten kennengelernt, die sehr viel mehr als die Alten das unterscheiden. Das heißt, sie wollen anständige Geschichten machen, sich nicht beeinflussen lassen von irgendeiner PR. Und sie machen PR und sagen, dann darf ich darüber auch journalistisch. Die nehmen das sehr viel ernster. Und ich habe viele alte Säcke kennengelernt, die haben die Unterscheidung nie ernst genommen, haben aber immer so getan, als wären sie nur Journalisten. Aber zu Ihrer Ursprungsfrage zurück. Die Kommunikationsindustrie ist stärker geworden, wir müssen sie als Informanten gewinnen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Das heißt, die kommen sozusagen im Abwehrkampf oder im Kampf gegen irgendjemanden. Die kämpfen ja untereinander an Unterlagen. Die Unterlagen muss man bekommen. Das ist sozusagen die Aufgabe. Das heißt, das sind auch unsere Freunde. Also jemand der das macht, was Herr Hirsch dann aufgedeckt hat, diese Entlaubung mit aufgedeckt hat, haben andere noch mehr. Aber Cy Hirsch, einer der größten, die es gibt. Entlaubung Vietnam. Aber Ziel wäre es natürlich, dass man mit den Kommunikationsleuten zusammenkommt, die das machen, die sozusagen die Verteidigung machen und da einen rausbrechen, weil die haben die besten Unterlagen. Die haben sozusagen die Verteidigungsunterlagen. Und das ist der Job. Der Job ist nicht zu sagen, der ist böse, sondern der Job ist, an das Material zu kommen, um ein Sachverhalt möglichst gut beschreiben zu können. Auf der anderen Seite hat genau diese Kommunikationsindustrie im Falle von Großbanken oder auch politischen Ressorts einen gigantischen Abwehrmechanismus. Also eine neue Meldung zur UBS wird von 40 Profis formuliert und dann irgendwie halb sieben abends dem einen Journalisten zugesteckt, der sieht, der noch was draus machen soll. Da sind ja die Kräfteverhältnisse extrem ungleich. Und wie man dann die als Freunde gewinnen will, wenn sie doch eben genau die anderen Absichten hegen, bin ich da eher skeptisch. Das dürfen sie nicht sein. Also gerade für das mehr jetzt an jungen Leute. Also glaubt nicht sozusagen, weil einer in einem anderen Lager ist, wäre er kein potenzieller Informant. Also es gibt bei den anderen unterschiedliche Gründe, warum man zu einer bestimmten Zeit... Ich würde es Ihnen an einem Beispiel erklären. Es gab eine große Auseinandersetzung zwischen General Motors und Volkswagen. Da ging es darum, VW hatte Kämpfer aus Amerika abgeworben, da war der bekannteste Herr Lopez, der dann im Vorstand von VW war, und die hatten Unterlagen mitgebracht von General Motors, und da ging es unter anderem auch um ein Opel-Werk, das sozusagen, da wollte VW wissen, wie die das bauen wollen. Da gab es einen gewaltigen Krieg, hat alle berührt, und der Spiegel war in einer unglaublichen Auseinandersetzung. So, und die haben da, VW hat dann gearbeitet mit Gegendarstellungen auf der Titelseite. Es gibt eine Gegendarstellung, Geschichte des Spiegel, die ist auf der Titelseite erschienen, hat VW erzwungen. Und dann gab es einen klugen Kommunikationschef in diesem Krieg. VW merkte, der Krieg geht verloren. Und der ist dann gekommen mit einem Aufsichtsrat. Und der ist dann Kommunikationsvorstand bei VW geworden. Und der hat geguckt, wer sind beim Spiegel die Übelsten, die diese Geschichte vorantreiben. Und die hat er angerufen, hat denen gesagt, macht ihr toll, Jungs. Finde ich hochinteressant, was ihr macht. Und hat auch Hundefutter drüber geworfen. Das heißt, er hat Material drüber geworfen, was, glaube ich, nicht so dolle war, aber woraus man wieder Exklusivgeschichten machen wollte. Das heißt, er hat die ganz langsam rangeführt. Und am Ende dieses Weges gehörte dieses auch zu dem Frieden, der dann später gemacht wurde. VW musste zahlen, Amerika wurde im Frieden gemacht. Aber der hat die ganz langsam befriedigt. Indem er nicht den Journalisten sagte, ihr seid Drecksäcke, ihr seid meine Feinde, sondern ihr seid tolle Jungs. Ihr macht das super. Und hat ein Stückchen abgegeben, um das Große zu kaufen. Also da gibt es also so ganz feste Lager. Das ist in fast allen Affären viel komplizierter. Sie sagen, Sie haben langsam befriedigt. Für mich klingt das eher wie geschickt manipuliert, aber trotzdem, ja, der Effekt war ja... Der Effekt ist da, aus seiner Sicht. Genau. Und, und das Blatt, das da in der Schlacht drin war, hat halt den Weg mitgemacht und hat Exklusivgeschichten gehabt. Ja. Ich möchte das Fragemonopol aufbrechen und Ihnen, liebes Publikum, auch die Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen. Bevor wir loslegen damit, noch eine Frage, die uns zurück zur Ursprungsdebatte hinführt. Sie haben gesagt, ganz viele junge Leute wollen diesen Job machen und brennen darauf, Sachen aufzudecken. Wir leben es aus unserer Sicht auch so. Wir werden überflutet von Exposé, von Geschichten. Und was
nicht um das zu werten oder zu vergleichen, aber was sind die unterschiedlichen Mechanismen, die beim jungen Journalisten spielen? Der eine will in die Welt hinausziehen und Geschichten erzählen, was erleben und dann darüber berichten, und der andere hat irgendwie diesen Drive, etwas zu bewegen, politisch, gesellschaftlich. Würden Sie das auch so einschätzen? Oder ich würde diese Trennlinie nicht machen. Also das, was ich heute sehe an jungen Journalisten, das sind zumeist Leute, die besser sind, als wir damals waren, als wir jung waren. Das wird vermutlich in vielen Berufen so sein. Die sind internationaler, die haben eine andere Herangehensweise, die haben andere Netzwerke. Die sind deutlich weniger politisch, als wir waren. Also ich bin ein 68er, habe auch nie abgeschworen, bin nie Renegat geworden. Finde manches, was 68er gemacht haben, nicht so doll, aber insgesamt fand ich, haben wir eine Menge erreicht. Ich habe mich verprügeln lassen vom Springerhaus, weil diese Zeitungen da nicht mehr raus sollten, war dabei. Also, so, das hast du heute auf eine andere Weise. Die sind, ich glaube, du kannst heute einem jungen Menschen sagen, was wir nie mitgemacht hätten. Pass auf, da ist eine Geschichte und die müsste am Ende so und so aussehen. Ich sehe viele gezirkelte Geschichten in anderen Blättern, bei der Süddeutschen nicht. Aber wo ich glaube, dass irgendeiner gesagt hat, wenn du es so und so zusammenträgst, ist das eine Bombengeschichte. Und es wird zu häufig gemacht. Jemand, der ergebnisoffen, das ist so sozusagen die Vokabel in meiner kleinen Truppe, ergebnisoffen zu sein, auch damit zu rechnen, dass es anders sein wird, als du am Anfang angenommen hast. Das ist ganz wichtig. Und das findet man wenig. Aber insgesamt glaube ich, sind die jungen Leute wirklich. Sie ziehen in die Welt, sie wollen was aufdecken, sie wollen dabei sein. Also wir haben so eine NSE-Serie im vergangenen Jahr gemacht. Das heißt, jeden Tag über 14 Tage, manchmal zwei Seiten. Die haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet, weil sie einfach auch einen Spaß daran hatten, weil sie sahen, das ist interessant. Dann hast du irgendeine blöde Einrichtung, die es beim BND war, weggeschrieben. Und du hast erreicht, dass ein paar Leute hingesehen haben, haben gesagt, ist es eigentlich richtig, dass aus Deutschland Drohnen irgendwo hinfliegen, nach Somalia oder Jemen oder Afghanistan, viele Zivilisten werden getötet, die werden aus Deutschland, die fliegen nicht aus Deutschland, war blöd gerade, aber die werden aus Deutschland mitgesteuert. Ist das richtig? Und das ist einfach, dass du so eine gesellschaftliche Debatte für einen kurzen Augenblick antrittst. Sie waren ganz kurz bei der Dramaturgie, da wollte ich einen Satz zu sagen. Du konntest früher sehr viel ruhiger, insbesondere, also ich war fast 18 Jahre oder 20 Jahre beim Spiegel. Da hast du in Wahrheit keine Konkurrenz gehabt. Da gab es den Stern, aber der war schnell kaputt durch die Hitler-Tagebücher. Die Zeit war ganz anders als heute. Die Seite 1 schrieb einer voll. So, du hast heute Giovanni Di Lorenzo, du hast jemanden da, der sich für unterschiedlichste Stoffe interessiert. Das heißt, die Konkurrenz ist heute sehr viel größer geworden. Du konntest früher wirklich ein Stück inszenieren. Das kannst du heute nicht mehr. Du musst dich heute entscheiden, wenn du eine Geschichte hast, machst du sie jetzt, ist sie jetzt reif oder machst sie nicht, und dann hat die Konkurrenz sie möglicherweise. Der Wettlauf, den es heute gibt, auch ein Rattenrennen, das es heute gibt. Also es gibt heute auch so ein Rattenrennen um nichts, um Geschichten, die exklusiv klingen, aber die gar nichts sind, die auch gleich wieder kaputt gehen. Es gibt heute so eine große Hysterie, finde ich. Also dass man ständig, es gibt ja werden ja fortwährend Investigativteams gegründet. Die werden gegründet, weil man sagt, wir wollen etwas bieten, was der Leser, Hörer, Seher woanders nicht findet. Weil die Lage einfach schwieriger geworden ist. Nur finde ich, es ist ungut, wenn ein Teil dieser Truppen, es gibt sehr gute andere Investigativtruppen, aber es gibt auch den einen oder anderen, der versucht ständig irgendeine Scheinnachricht rauszuhauen. Und damit machst du das Publikum kaputt, weil die Leute kapieren das, dass das Ding nicht hält, dass es keinen Bestand hat, dass es keine Grundlage hat, sondern dass es irgendwie gemacht ist. Gestern ist ein Buch erschienen, nun ist Stefan Aus, das muss ich vorweg schicken, der Sauberkeit halber, ist mein Intimfeind. Ich habe wegen Stefan Aus den Spiegel verlassen, bin heute froh, dass ich das gemacht habe. Und er hat gestern so ein Buch rausgebracht über NSU und alles, was so dahinter ist. Und das ist ein Buch, ich habe es in der Nacht gelesen. Ey, da wird alles zusammengeklaubt, was es an Geschichten gibt. Und da wird immer gesagt, und da haben wir jetzt noch eine Frage. Wir können die Frage nicht beantworten, aber da sind jetzt ganz viele Fragen. Da ist noch eine Frage. Das
heißt, wenn ich unterschiedliche Sachverhalte habe, in diesem Fall ist es schon so, dass es viele Merkwürdigkeiten gibt. Aber wenn ich alle Merkwürdigkeiten zusammenschiebe, sagt einer, das ist doch klar, da steckt irgendwie eine große Macht dahinter. Das ist eigentlich das Wesen von Verschwörungstheoretikern. Die sagen immer, ich muss doch keine Antwort geben, ich stelle doch nur die Fragen. Wie war es mit dem Kennedy-Mord? Wie war es am 11. September? Ich stelle doch nur Fragen. So, und das findet heute ein großes Echo und das zeigt ein bisschen den Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Aber was Mut macht, ist, dass Sie sagen, dass der Leser das realisiert. Wenn eine Geschichte gemacht ist und nicht eben wirklich News sind, sondern irgendeine Schein-Pseudo-Neuheit irgendwie gedreht wird, das merkt der Leser. Ja, er merkt es und merkt es nicht. Es gibt ein Problem beim Leser, dass es so einen Gemeindejournalismus gibt. Es gibt einen Leser, der sagt morgens, guter Mann, der schreibt, was ich denke. Das finde ich eine ungeheure Frechheit. Wenn der Leser sich mit dem Stoff beschäftigt hat, ist das okay. Wenn der Leser den Stoff gar nicht kennt und einen danach bewertet, ob man das schreibt, wie er sich das vorstellt, der hat sich ausnahmsweise mal Mühe gegeben, was rauszufinden. Du bist zu einem Ergebnis gekommen, das du glaubst, auch vertreten zu können. Und derjenige, der sich nie damit beschäftigt hat, der aber eine feste Meinung dazu hat, sagt, das ist gut, weil es meine Meinung ist. Das ist verheerend. So, und in diesem Gemeindejournalismus befindet man, ich habe das selbst mal bei einer Geschichte, da ging es um Privatisierung, 11 Aquitaine kaufte Leuna auf und da war ich auf einmal weg vom Mainstream. Dann habe ich gesehen, dass dieselben Leute, die geklatscht haben, wenn man den Dicken, also Helmut Kohl, hinterher stieg, plötzlich gesagt haben, was ist das für eine Pfeife? Ist der Kerl gekauft? Weil es eben nicht die Erwartung war, weil es eben nicht die Geschichte war, CDU hat auch Geld bekommen von 11 Aquitaine, sondern es gab einen Kickback vom Manager. Das heißt, da bin ich auch ein bisschen furchtsam geworden. Was will der Leser? Will er das, was wir als Zipfel der Wahrheit uns vorstellen, was wir glauben herausgefunden haben, die ganze Wahrheit haben wir nie? Akzeptiert er das oder will er nur bestätigt werden? Und wenn er nur bestätigt werden will, ist man nicht sein Verbündeter. Was will der Leser? Was wollen Sie noch wissen? Ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Kommt einfach mit dem Mikrofon zu Ihnen. Wer hat an Hans Leyendecker eine Frage? Bis hier reicht's. Wir müssen vielleicht, oder laut nur bis sprechen. Vorne geht's. Laut sprechen. Ja, vielleicht kann ich das von der Zentrale hier aus machen. Herr Leyendecker, Sie sind in München tätig. Die Zentrale Ihres Konzerns sitzt aber in Stuttgart. Glücklicherweise macht man ja mal Karriere und will an die Konzernzentrale. Warum kommen Sie nach Stuttgart und wollen eine Stuttgarter Zeitung machen? Also, die Zentrale meiner Zeitung sitzt in München. Und meine Zeitung ist die Süddeutsche Zeitung. Ich bin froh, dass ich da gelandet bin und dass ich da die Chance habe. Die Süddeutsche ist wirklich ein wunderbares Blatt, wenn man sich umschaut. Immer, wenn man es genauer kennt, mit Schwächen, mit Fehlern. Wenn man jemand besonders gerne macht, stellt man die Fehler fest. Ich weiß nicht, wie das mit der Stuttgarter ist. Ich glaube, die Kollegen bemühen sich. Ich bin 65 Jahre. Also, ich bin froh, dass die Jungen mich dabei lassen noch, dass die Jungen sagen, wir machen mit dem alten Sack noch weiter. Und ich bin glücklich, dass ich eine Mannschaft habe. Zu meinem Glück gehört ein Punkt, will nur mal sozusagen, wie man sich so fühlt. Es gab einen Kollegen, der heißt Georg Mascolo, den habe ich beim Spiegel kennengelernt, da war ich schon in den 40ern, da war er noch ein ganz junger Mann. Und er kam zu mir und wollte mit mir arbeiten. Ich stellte nach kurzer Zeit fest, dass er sehr viel besser war als ich in diesem Genre Recherche. Und dann habe ich den Spiegel verlassen und dann hat er Karriere gemacht. Und dann ist er Leiter des Berliner Büros des Spiegel geworden. Er war in Washington und ist dann Chefredakteur des Spiegel geworden. Er war sozusagen im Himalaya des Journalismus. Spiegel-Chefredaktion, so. Und die haben ihn rausgeworfen und wir haben jetzt mit ihm eine Zusammenarbeit. Und das finde ich das Dolle an dem Beruf. Dieser Kerl, der so hoch oben war, der sozusagen die schwierigste Position im deutschen, der spielt jetzt nicht Chef, sondern der gehört mit zu einer Recherchegruppe, die mit uns zusammenarbeitet, die er leitet. Aber der putzt wieder Klinken, der geht zu Leuten und sagt, ich möchte Unterlagen haben. Und da siehst du, dass dieser Beruf funktioniert.
dass dieser Beruf toll ist, dass einer, der das erreicht hatte, der so weit oben war, sich nicht zu schade ist, sich wieder rauswerfen zu lassen. Dass einer sagt, nein, kriegen Sie von mir nicht. Das ist ja das, was uns am häufigsten passiert. Wir klopfen an und einer erklärt, nein, geht nicht. Und dann kommen wir wieder und dann so, das ist ein bisschen Staubsaugervertreter. Bisschen, ja, aber es gehört halt auch dazu, dass man das macht. Und wenn man nur die Sachen abschreibt, dann kommt man nicht in diese Position. Und dass der das macht, das zeigt mir wirklich so. Und deshalb Stuttgarter Zeitung, bestimmt, seien Sie nicht so unzufrieden. Stimmt, ein gutes Blatt. Danke. Aber ich weiß es nicht. Weitere Fragen? Ich habe eine Frage. Wenn Sie eine grundierende Geschichte recherchiert haben, wie wird dann in der Redaktion entschieden, ob sie gebracht wird und wie findet die Entscheidung statt? Das ist ja bestimmt auch schon eine Geschichte, die dann nicht gebracht worden, oder? Ja, gibt's. Also, aber dann. Also eigentlich ist es nicht so, wenn das Team es recherchiert hat, dass es nicht gebracht wird, das kenne ich nicht. Aber dass man selbst eine Geschichte, also dass ich eine Geschichte mache und einer sagt, das ist aber langweilig. Das kann schon passieren und dann ist okay. Aber das passiert nicht oft, weil dann würden die uns nicht mehr bezahlen. Aber passieren kann es. Sie haben gesagt, dass Sie manchmal Whistleblower vor sich selbst schützen. Mich würde interessieren, wie oft Sie das schon gemacht haben und ob Sie das auch bei einem Premium-Skandal machen würden. Ich weiß nicht genau, was ein Premium-Skandal ist. Ahne, was Sie meinen. Du hast natürlich nie saubere Hände. Also ganz kategorisch zu sagen, ich bin immer ein anständiger Typ. Würde ich über mich nicht sagen. Sondern eher, man bemüht sich zu lernen aus den Fehlern, die man gemacht hat. Und es kommen gar nicht so häufig Whistleblower, wie es in der Literatur ist. Das normale Geschäft besteht aus Informanten, die aber auch was riskieren. Also das normale Geschäft ist, dass jemand in dem Ministerium irgendwas nicht ertragen kann oder jemanden abschießen will. Das ist mehr, also wir haben weniger die Altruistischen als die anderen. Aber die anderen haben den Vorteil, dass sie genau hinschauen, ob es auch hilft. Dass sie, ja, also, so, und das ist mehr. Und da gibt es den Punkt, dass einer sagt, ich habe hier eine Vorlage, die ist ganz vertraulich. Und dann sagt man, wie viele Leute haben die gelesen? Und dann sagt er, 3. Und dann sagt man, boah, 3 ist nix. Gib sie nochmal ins Haus, damit möglichst viele es durchlaufen. Dass er dann 50, 60 hat, die Vorlage. Dass er irgendwie es breiter macht. Je mehr drauf sind, umso weniger die Gefahr. Es beginnt immer. Sie können wirklich Missstände haben. Es gibt immer ein Mea Culpa. Heutzutage ist ja auch schick geworden, dass man hier entschuldigt und sagt, darf nie passieren. Aber was es gleichzeitig immer gibt, ist eine Jagd. Also Whistleblower, das, was ich so heroisch beschrieben habe, was ich mache, 2, 3, wo ich gesagt habe, mache ich nicht. Ist für Sie zu riskant, will ich mich nicht dran beteiligen. Aber das andere ist so der Alltag. Vorlagen kommen, man guckt, wie breit. Insbesondere Nachrichtendienste neigen ja zu Wichtigtuerei und stempeln alles mit geheim. Und das Merkwürdige ist ja, oder nur für den Dienstgebrauch vertraulich, dass der Journalismus giert nach Dingen, an denen irgendwie vertraulich steht. Wenn ich eine Geschichte mache und sage, da ist irgendein Papier, sagt die Redaktion, das war langweilig. Sobald ich sage, das ist ein vertrauliches Papier, sagt die Redaktion, das ist ja ungemein. Dass wir dieses vertrauliche Papier haben, ist ja doll. Also auch da gibt es viele Schizophrenien, aber zu schauen, dass den Informanten nichts passiert, das ist schon jetzt abseits dieser ganzen Premium-Diskussion, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ganz sicher wäre ich mir nicht, wenn es wirklich etwas wäre, wo du dein Leben lang geglaubt hast, eines Tages krieg ich das hin. Und dann kommt einer und liefert das. Und du denkst, der arme Kerl oder die arme Frau. Mann. Ich habe immer mehr Informanten gehabt. Ich habe nie, Frauen haben mich immer ignoriert. Kaum Informantin. Das ist ganz merkwürdig. Maskulo hatte immer Informantin. Ja, muss Gründe geben. Nein, aber scherzhaft. Aber das weiß ich auch nicht ganz genau. Also, kann man sich seiner selbst sicher sein, in allen Lagen, in jeder Situation. Ich glaube, man kann so Flöcke haben, sagen, ich will es ungefähr so haben. Und da muss man versuchen, dahin zu kommen, mehr nicht.
Wettstreitereien gibt zwischen den Kollegen, Sie begegnen sich wahrscheinlich immer wieder immer dieselben. Gibt es da manchmal auch Kooperationen oder ist das wirklich ganz harte Konkurrenz und dann platzt auch mal eine riesige Geschichte, weil das andere Medium die Geschichte den Tag vorher hatte? Ja, platzen tut's. Platzen tut's häufiger. Dass man sich abspricht oder sagt, wir machen uns am selben Tag? Nee. Aber gut, so Ausnahmesituationen kann es geben, dass bei einer Geschichte, von der man sagt, der hat auch viel da investiert, dass man der Redaktion es einfach für denselben Tag angeht, dass man da nicht lange diskutiert, aber das Konkurrenzgefühl ist schon so heute im Journalismus, dass man irgendwie vorne sein will. Aber wir haben halt jetzt, bei uns wächst was ran, was es so noch nie gegeben hat. Wir haben, es taucht jetzt in den Nachrichten manchmal auf, so eine Kooperation NDR, WDR, Süddeutsche. Das ist etwas, was ich ungemein spannend finde, weil es beim WDR ganz hervorragende Leute gibt, beim NDR und bei der Süddeutschen. Die vereinbaren manchmal bei Geschichten, dass sie zusammenarbeiten. Und das ist toll. Sie haben auf einmal eine Truppe von 20 Leuten, die in einer Geschichte hängen. So etwas haben wir noch nie gehabt. Also als wir NSE gemacht haben, war das so. Dass wir auf einmal 20 Leute waren. So. Und das ist schon das ist auch eine qualitative Veränderung. Die Texte werden einfach besser. Wie ist denn Ihr Selbstverständnis als Journalist? Weil ich habe beobachtet, Sie haben teilweise sehr kämpferische Worte verwendet. Sehen Sie sich so als Robin Hood oder so als Kämpfe für die Gerechtigkeit? Und wie ist die gesellschaftliche Rolle von Journalisten? Also welchen Auftrag von Journalisten? Also wenn ich mich als Robin Hood verkauft habe, war es schlecht. Gerechtigkeit ist schon ein Versuch, immer wieder sie herzustellen. Also das, was mich empört, sind gesellschaftlich, ist schon Ungerechtigkeit, wenn kleine Leute erledigt werden, wenn kleine Leute fertig gemacht werden. Das finde ich schon empörend. Aber das in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und das nicht nur als Journalist, sondern auch sonst. Also bin in allen entsprechenden Institutionen der evangelischen Kirche, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Also das hat ein bisschen mit unserem Leben zu tun. Aber der Auftrag, den man hat, ist Vermittlung von Stoffen. Der Leitartikel zum Beispiel. Wir haben so den Posaunisten Gottes in unserem Chor. Herbert Prantl, den größten deutschen Leitartikler, wie ich finde. Und Herbert hat eine ganz besondere Stimme, das ist eine Aufgabe. Du hast Streiflichtautoren, die dir Sachverhalte anders vermitteln. Also den Leuten das, was wichtig sein kann und was im Stoff ist, das so zu erklären und da auch was rauszufinden, das ist ein bisschen so unser Job. Das ist eigentlich der journalistische Auftrag. Der journalistische Auftrag ist nicht, die Leute reinzulegen, zu verleiten, sie mit Quatsch voll. Es gibt immer wieder Geschichten, die Quatsch sind. Aber das ist nicht unser Auftrag, sondern sie in die Lage zu versetzen, an gesellschaftlichen Prozessen noch stärker teilzunehmen, wenn sie teilnehmen möchten. Jetzt haben Sie dieses Rechercheteam angesprochen, das es gibt mit dem WDR und mit dem NDR. Dazu gibt es ja auch kritische Stimmen, dass es da ein Tool ist aus einem Verlag, der für sich selbst wirtschaften muss und öffentlich-rechtlichem Journalismus. Sehen Sie da auch Gewissenskonflikte möglicherweise bei manchen Herangehensweisen oder bei manchen Themen? Also ich finde, es ist gut, wenn Öffentlich-Rechtliche gute Sachen machen. Wenn Öffentlich-Rechtliche Qualitätsjournalismus machen, ist es eigentlich der Auftrag, den sie haben, den sie manchmal leider so nicht so ernst beherzigen. Und ansonsten werden die Kosten streng geteilt. Die Öffentlich-Rechtlichen zahlen das, was bei ihnen an Kosten anfällt, und wir zahlen, was bei uns an Kosten anfällt. Es gibt so eine Diskussion, ob Öffentlich-Rechtliche jetzt eigentlich einer Zeitung helfen, Geschichten machen zu können. Die finde ich irrig. Die wird sinnigerweise von Medienwissenschaftlern gemacht. Das heißt, sobald du ein Thema hast, und das gehört auch eigentlich zu jedem Beruf, haben Sie Kinder, die Juristen sind? Gibt es Eltern drunter oder Bekannte? Ich habe zwei Kinder, ich habe fünf Kinder, zwei von denen sind Juristen. Du sitzt am Mittagstisch, es gibt irgendein Problem, es wird sofort juristisch erledigt. Und ähnlich ist das bei dem Kommunikationswissenschaftler. Es gibt ein neues Modell, und der Kommunikationswissenschaftler sagt, das sehe ich sehr kritisch. Um dann sozusagen irgendwo auch ein Forum zu finden und das auszudrücken. Aber ich glaube, das ist ein bisschen die Überraschung, dass es so eine Kooperation gibt. Mehr nicht. Müssen Sie nicht ernst nehmen.
vom Beginn einer Geschichte angedacht. Man hat jetzt so ein paar, Sie haben zum Beispiel auf Ihrem Tisch ein paar Sachen liegen. Wann entscheiden Sie, was sind die Kriterien, um zu entscheiden, ob man jetzt eine Recherche abbläst? Vielleicht ist es einfach zu sagen, als ob man sie anfängt. Und dann, was sind eigentlich Ihre Ressourcen für eine durchschnittliche Geschichte? Was können Sie da reinstecken an Zeit und Geld? Also Ressourcen sind begrenzt. Ja, also wir sind ja auch im Tagesgeschäft drin. Wenn Sie heute die Zeitung angucken, sind aus unserem Ressort 5 Geschichten. Also da hat Ott hat sich beteiligt an der Russengeschichte, er ist vorne dabei mit einem Panzerskandal. Es gibt in der Wirtschaft noch eine weitere Geschichte, die ich schon vergessen habe. Und ich habe irgendwas mit diesem NSA-Ausschuss und auch was mit Paragraphen 89a. Das heißt, wir sind sehr stark, dieses Investigative soll jetzt nicht täuschen. So, wenn wir den Amerikanern erklären, was wir machen, sagen die, ihr seid keine Investigativen. Weil der amerikanische Journalist hat früher 4 Geschichten im Jahr gemacht. Das können wir uns nicht erlauben. Das heißt, wir nehmen sehr stark an der normalen Tagesproduktion teil und versuchen, die Geschichten ein bisschen besser zu machen und mit dem Hintergrund, den wir haben, zu machen. Und daneben haben wir große Geschichten, die wir recherchieren, für die wir Monate brauchen. Wir sitzen jetzt an der Sache, die wird im Herbst kommen. Und da ist das Material ist hervorragend, da arbeiten wir uns ran. Aber du hast immer beides. Und das, was am meisten gemacht wird in diesem Ressort, ist das, was in allen Ressorts gemacht wird. Der Tag bestimmt den Rhythmus. Und du musst, wenn jetzt was da ist und mittags ruft dich einer an, dann machst du bis 15 Uhr oder 15.30 Uhr eine Geschichte und versuchst sie möglichst gut zu machen. Aber mehr ist es auch nicht. Also deshalb dieses Investigative, so heißt es halt heute und so heißt auch bei uns, aber ich sehe es mehr so als Recherche, dass man versucht, bessere Recherchen zu machen. Und wir brechen ab, wenn wir merken, dass am Ende des Weges kein Stoff rauskommt, der irgendwie interessant ist. Nicht, dass das Gegenteil von dem rauskommt, was wir gedacht haben. Das Gegenteil könnte ja auch spannend sein. Aber wenn wir merken, es taugt nicht, es bringt nichts, es überfordert uns, auch das gibt es. Hören wir auf. Gut. Ganz kurz zur Definition von investigativ. Also die Amerikaner definieren investigativen Journalismus so, dass sie sagen, es muss sich um ein gesellschaftlich wichtiges Ereignis handeln, das vorher nicht bekannt war. In Deutschland ist es so, dass die Investigativen ganz viel mit Ermittlungsverfahren zu tun haben. Also dieses Ereignis hätte es ohne oder mit den Investigativen gegeben, eine Staatsanwaltschaft ermittelt. Du versuchst also an die Akten eines Verfahrens zu kommen. Das kann sogar schädlich sein, weil das Verfahren soll eigentlich in der Hauptverhandlung erst behandelt werden. Das ist aus Sicht der Amerikaner, hat das überhaupt nichts mit investigativem Journalismus zu tun, aber viele schmücken sich mit solchen Dingen, wenn sie mal drauf gucken. Und die gesellschaftliche Bedeutung, die der Amerikaner dem beimisst und die Tatsache, dass er sagt, es darf einfach vorher nicht behandelt worden sein, das ist bei uns nur in Ausnahmefällen der Fall. Das war so bei dem Gripkowski, der zu Ecclestone geführt hat. Da war Ott einfach, der diesen Fall gefunden hat, der Gripkowski gefunden hat, der Ecclestone gefunden hat. Das war bei ein paar anderen Geschichten auch so. Aber die Mehrzahl der Geschichten fußt darauf, dass es schon Ereignisse gibt und die sollen halt besser beleuchtet werden, ausgeleuchtet werden. Herzlichen Dank, Herr Leindecker. Wir sind schon gegen dem Ende zu. Vielleicht noch eine letzte kurze Frage von jemandem, die auf der Zunge brennt. Nicht, dann hätte ich noch eine. Und zwar haben wir angefangen mit diesem Magazin, erzählerischen Journalismus, Geschichten, literarisch eher angehaucht als jetzt eben investigativ. Und das wird sich ändern. Wir werden ab der übernächsten Ausgabe mit einer Investigativserie starten. Wir werden den Finanz-, Pharma-, Rohstoffhandelsplatz, was auch immer, Schweiz beleuchten. Und Sie sind in einem Alter, wo Sie es vielleicht ein bisschen ruhiger angehen könnten. Vielleicht können wir Sie auch abwerben. Welche Geschichte machen Sie für uns über die Schweiz? Welche würden Sie als investigativer Journalist tun? Ich verstehe zu wenig von der Schweiz. Wir haben eine Kooperation mit Herrn Knellwoll vom Zürcher Tagesanzeiger, den ich für einen guten Journalisten halte. Wir haben weitere Kooperationen in der Schweiz und da sind unsere Partner. Okay. Herzlichen Dank, Herr Leindecker, fürs Kommen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.